Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Zum wiederholten Mal beschäftigen wir uns in dieser Wahlperiode mit dem Thema Impfen. Wir wollen heute aber einen etwas anderen Fokus auf das Thema legen, denn wenn wir in der Vergangenheit über die Frage diskutiert haben, stand hier oft das Thema Masernimpfung beispielsweise, Impfungsraten im Bereich Kita, Schule bei jungen Leuten im Mittelpunkt. Und wir wollen heute mal den Schwerpunkt auf einen anderen Bereich legen, der vielleicht außerhalb der Gesundheitspolitiker hier im Raum vielleicht etwas für Erstaunen sorgen wird. Denn, und die Zahlen sind ja bekannt, unser Land wird immer älter. Der Bevölkerungsanteil der über 65-Jährigen wird bis zum Jahr 2040 um 28,2% steigen. So sieht es die fünfte Bevölkerungsprognose in Mecklenburg-Vorpommern vor. Und demzufolge wird ja auch der Anteil derjenigen, die beispielsweise in stationären Pflegeeinrichtungen betreut werden, auch steigen. Das liegt, glaube ich, auf der Hand. Und in vielen Gesprächen, auch mit Akteuren aus der Gesundheitspolitik, ist deutlich geworden, dass wir beim Thema Impfen in diesem Bereich durchaus Lücken haben. Wir alle wissen, dass die Impfquote hier in Mecklenburg-Vorpommern sehr gut ist. Gerade bei jungen Leuten ist dort das ja auch gut administriert. Da gibt es ja einen fast lückenlosen Impfschutz. Und abgesehen von einigen immer noch unverbesserlichen Eltern, die dort meinen, es sei nicht notwendig und vielleicht noch irgendwo Masernpartys feiern, ist, glaube ich, auch in Mecklenburg-Vorpommern weit verbreitet, dass wir hier eine gute Impfrate haben und das Impfen auch sehr wichtig ist. Und wir wollen jetzt den Fokus legen, quasi die Impfkampagne auch ein Stück weit ausweiten und weiterentwickeln. Und wir haben mal geschaut, was in unserem Nachbarland zu dem Thema läuft. Und in Brandenburg gab es ein Modellprojekt in Rathenow, wo man das mal untersucht hat, ganz konkret. Was passiert dort? Wie ist die Durchimpfungsrate? Und es gab dort, ich darf hier nichts vorne hochhalten, deswegen sage ich nur mal, hier liegt es auf dem Tisch, gibt es eine Handreichung zur Stärkung des Impfschutzes in stationären Pflegeeinrichtungen, dass das Land Brandenburg, das dortige Gesundheitsministerium, herausgibt und das also ganz konkret den Fokus darauf legt. Und wir setzen hier ganz konkret auch auf Prävention. Das soll ganz klar sein. Wir wollen also hier keine Pflicht zwingend draus machen, aber wir wollen ganz klar, dass Beratung stattfindet und dass Sensibilisierung dort auch stattfindet, denn nicht nur die zu Pflegenden sind an der Stelle ja betroffen, sondern natürlich auch die Pfleger, die Ärzte, die Betreuer dort in den Pflegeeinrichtungen, um die geht es uns natürlich auch. Und in diesem Sinne freue ich mich auf eine gute und konstruktive Diskussion zu unserem Antrag und werde dann nachher in der Aussprache nochmal das Wort ergreifen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Ehlers. Im Ältestenrat